Hallo, ich heiße Angelina. Ich studiere Wirtschaftsrecht im Bachelor an der ZHAW School of Management and Law. Ich habe das KV für eine Anwaltskanzlei gemacht und habe dort meine Leidenschaft für das Juristische entdeckt. Nachher habe ich an diversen anderen Orten geschafft, aber es war mir oft langweilig und ich habe mich unterfordert gefühlt. Ich bin zurück zu meinen Wurzeln und es war eine Herzensentscheidung, Wirtschaftsrecht zu studieren. Ich habe eine Berufsmaturität gemacht und ich wollte inhaltlich etwas studieren, das möglichst viele News vermittelt. So bin ich dann auf die ZHAW gekommen. Am Studium gefällt mir, dass wir einen grossen Teil an juristischen Fächern haben. Daneben haben wir noch Wirtschaftsfächer, weil in der Praxis sind Wirtschaft und Recht auch eng verbunden. Ebenfalls wichtig sind Kommunikationsfächer. Sprache und Stil sind im juristischen Bereich sehr wichtig. Was mir besonders positiv auffällt, sind unsere Dozierenden. Sie bringen alle viel Fachwissen mit. Viele von ihnen sind in der Praxis tätig und können Beispiele aus dem Berufsalltag einbringen. Das Austauschsemester in Taiwan war mein persönlicher Highlight im Studium. Ich habe Rechtsmodule besucht, die auf Englisch angeboten worden sind, wie beispielsweise International Law oder amerikanisches Verfassungsrecht. Das Essen, Kultur und die Universität sind recht anders als bei uns. Durch das war mein Austauschsemester eine besonders tolle Erfahrung. Das Wirtschaftsrechtsstudium ist sehr ein anspruchsvolles Studium, das gefällt mir aber und motiviert mich. Wahrscheinlich werde ich nach dem Bachelor einen Master anhängen. Mein Ziel ist es, nachher das Anwaltspatent zu machen und als Anwältin zu arbeiten. Aber mein grösster Traum ist es, in der Diplomatie zu arbeiten und die Welt zu bereisen.